Hi, ich bin Sui und wir werden heute bei Orwell weitermachen. Ja, das letzte Mal hatten wir uns ja Episode 2 angeguckt und da sind natürlich ziemlich viele Sachen rausgekommen. Ganz zuletzt eine neue Person, die wir noch gar nicht kennen. Bin mal gespannt, wie das dann jetzt mit Episode 3 weitergeht. Wir starten auch mal direkt rein und gucken uns das an. Episode 3, Unperson. Das ist ja ein ganz komisches Wort. Unser Held ist zurück. Nein, wirklich, sie haben sich die Anerkennung durchaus verdient. Wenigstens von mir. Was öffentliche Anerkennung angeht, tja, die werden sie wohl nicht bekommen. Stellen Sie Ihren Namen einfach groß im National Beholder vor. Diese Nina ist das letzte Mitglied von Thought, von dem wir noch keine handfesten Informationen haben. Sie war diejenige, die die Protestaktion im The Circle Einkaufszentrum geplant hat. Nun haben wir ausgerechnet dort eine Bombe gefunden. Das macht sie für uns besonders interessant. Ihre Ablehnung gegenüber der Polizei, die sie gestern herausgefunden haben, liefert uns noch einen weiteren Grund dafür. Konzentrieren Sie sich vorerst auf Nina, aber halten Sie auch die anderen unter Beobachtung. Okay, was haben wir denn jetzt hier Neues? Haben wir hier was Neues? Wir haben erstmal nur die Schlagzeilen, höchstwahrscheinlich, dass halt die letzte Bombaktion gescheitert ist. Gerade schauen, aber da hatten wir nichts Neues, das hatten wir das letzte Mal schon. Harrison O'Donnell, Herzchen. Unbekannte Person. Hey! Hab heute Abend vergessen, mein Handy aufzuladen und, naja, deswegen muss ich das auf die altmodische Art machen. Ich wollte mich wirklich bei dir für den super schönen Abend bedanken. So viel Spaß habe ich nicht mehr gehabt seit, naja, ever. Das heißt, nur die Nacht hat das noch getoppt. Ich hatte gehofft, du würdest beim CCC vorbeikommen und mich heute Abend abholen. Wir können zusammen kochen, vielleicht was gucken. Und wer weiß, vielleicht... Machen wir da ja weiter, wo wir aufgehört hatten. Bist du dabei? Da hatte der ein Date. Oder dieses andere Girl, das immer nur gejammert hat, wie sehr sie das Sicherheitsgesetz hasst. Nina oder so? Okay, also der hat auch tatsächlich mit der mal darüber geredet. Und wir kennen jetzt den Namen Martha. Oder ich denke mal, dass sie Martha heißt. Warum sollte jemand etwas gegen das Sicherheitsgesetz haben? Wir haben dadurch die niedrigste Kriminalitätsrate seit Jahren. Vielleicht sogar die niedrigste jemals gemessene. Sie und ich haben unseren Job dank des Gesetzes. Der einzige Grund, es nicht zu unterstützen, ist eine schmutzige Vergangenheit. Das ist natürlich true. In der aktuellen aufgeheizten Situation klingt das wie jemand, den wir genauer unter die Lupe nehmen sollten. Wir brauchen eine umfassende Untersuchung. Erstens, wer ist sie? Was ist ihr Hintergrund? Zweitens, was sind ihre Beweggründe? Was will sie erreichen? Und zuletzt, wo war sie zu den Zeitpunkten der Anschläge? Was haben wir denn jetzt Neues hier? Einen anderen The Thought-Eintrag. Vom Sorgenkind, Krieg gegen die Gleichgültigkeit. Was finden wir denn da? Um ehrlich zu sein, hat mich geschockt, was ich von den Ereignissen im Einkaufszentrum gehört habe, wie insbesondere du die Menge dazu angeregt hast, Besucher zu bedrohen. Oh, ist wohl die, die vielleicht ein bisschen mehr Stunk hat, also rauslässt. Menschen zu Tode verängstigen, um Aufmerksamkeit für die eigene Botschaft zu bekommen? Im Ernst? Darum geht es dort? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es denen komplett darum geht. Gewalt kann nicht der Schlüssel sein, aber Thought wird nicht dafür einstehen. Also er war tatsächlich sogar dagegen. Wahrscheinlich hat er sich da deswegen auch rausbuxiert, kann ich mir gut vorstellen. Wir haben uns von der Euphorie, endlich unsere Botschaft zu verbreiten, vielleicht ein bisschen zu sehr hinreißen lassen. Wir haben einen Moment lang nicht klar gedacht. Er war also doch eigentlich doch dagegen. Danke fürs in den Rücken fallen, als ich dich am meisten gebraucht hätte, Harry. Ja.
Tja, hinterher sind sie immer schlauer. Dann tut es ihnen leid. Ist doch immer das Gleiche. Okay, also. Sorgenkind. Ich gehe mal davon aus, Nina. Ich glaube, wir hatten das sogar schon, ne? Ja, hier. Sorgenkind. War auf jeden Fall voll dabei, hier aggressive Proteste durchzuführen. Während die anderen das eigentlich gar nicht so wollten. Antwort auf Herzchen. Hey Kleine. Aber lass uns heute Abend nicht bei mir übernachten. Die sind also nicht bei ihm. Mit Devin, es ist total ungeeignet für eine Dame wie dich. Da versteckt sich keine Liebelei, nur eher weniger versteckte Schmutzwäsche. Und schon gar nicht Juliet. Ich habe seit Monaten nichts von dieser Piep gehört. Mit der bin ich fertig. Bin ja jetzt mit dir zusammen, meine Martha. Ziemlich alles bringt mich aus der Verfassung. Oh. Die war vor einiger Zeit meine Komplizin. Oh, oh. Komplizen bei einem Verbrechen etwa? Ich glaube eher, so ist das nicht gemeint. Aber Nina bekommt Wutausfälle. Ist wohl ein bisschen aggressiv, die Dame. Wutausbrüche? Interessant. Suchen sie ja nach einem Grund dafür. Ja gut, haha. Das werden wir schon. So. Es wird ein neues Profil angelegt. Ich glaube tatsächlich, das ist nicht so wichtig. Das ist... Ach, Juliet und Harrison waren zusammen? Wusste ich gar nicht. Naja, jetzt spielt es eh keine Rolle mehr, wo es vorbei zu sein scheint. Hatten wir das nicht mitbekommen? Dass die zusammen waren? Doch, eigentlich schon. Müssen wir das tatsächlich jetzt auch noch mit reinnehmen? Finde ich irgendwie ein bisschen unnötig. Aber... Nee. So, was gibt's denn? Okay, das war tatsächlich nicht unbedingt notwendig. Haben wir denn was Neues? Vielleicht hier noch was drin? Tatsächlich? Sorgenkind. Oh, wir haben was Neues zu Nina. Da oben. Bedüng. Unbekannte Person. Hey, Sylf. Aber wie kann man denn sowas so abkürzen? Hey, Nina. Wollte nur mal fragen, ob alles okay ist. Ja, keine Sorge, wir haben Spaß. Danke fürs Kümmern, auch am Samstag. Nicht der Rede wert. Wie geht's dir? Immer noch bescheiden. Nina, ich sag das nicht gern. Sei mir nicht böse, okay? Mir geht's gut. Nein, geht's nicht. Ich mach mir Sorgen, du siehst immer so traurig aus. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Irgendwas Neues an der Liebesfront? Könnte wichtig herauszufinden, weshalb sie das ist. Nee. Auf diesem Singular-Portal, das du meintest, sind echt nur Idioten. Singular? Ist das legit? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre Single-Portal gewesen, aber keine Ahnung, wie du John zwischen so viel Dreck gefunden hast. Ich werde den Account löschen. Ja, da sind 99% Deppen, aber bleib einfach dran. Irgendwer eilt schon zu deiner Rettung. Nee, danke, ich kann mich auch selbst retten. Muss jetzt arbeiten. Danke dir, Sylf. Ruf dich später an. See you, Mädel, und Kopf hoch. So, was ist denn das für ein... Es ist tatsächlich Singular. Es heißt wirklich so. Weiter zu deinem Profil. Werde zum Plural... Also, ich muss ja sagen, das ist eigentlich schon echt guter Catch. Also... Oh, hier ist das Sorgenkind. Ach, das ist ja von ihr direkt. Wir haben uns da reingehackt. Okay, aber ich... Ist das Nina? Okay. Sie wohnt in Bonn vor Fabio, so wie immer die anderen auch. Sie hat im Oktober 85 Geburtstag. Ja, ich weiß nicht, ob das so relevant ist tatsächlich. Also vielleicht die Größe, aber...
komm zu Jim. Wandern, klettern. Weißt nicht, ob das so krass relevant ist. Letzte Profilbesucher. Gibt's da auch noch... Ah, deine Meinung. Was erhoffst du dir am meisten von einem potenziellen Partner? Finanzielle Stabilität. Ist da noch irgendwas? Tja, wer sehnt sich nicht nach ein bisschen Zuverlässigkeit und Stabilität? Und will sie diese Stabilität selber erreichen? Gibt es einen speziellen Grund, warum sie Stabilität sucht? Das ist nämlich so, ne? Sie ist politisch interessiert, hätte ich jetzt nicht gedacht, so wie sie die ganze Zeit sich auskotzt. Letztlich kommt es auf den Grad des politischen Interesses an und auf die Ideologie. Das ist nämlich das. Deine Gespräche. Pretender. Hey, Blondie, okay, das ist... Die stinken schon rum hier. Ah, da. Ich heiße eigentlich Molly Schwarz. Sie nennt sich zumindest so. Ob es wirklich ihr richtiger Name ist, ist so die andere Frage. Molly Schwarz, sie benutzt einen falschen Namen und dann noch so einen auffälligen. Ich nehme jede Arbeit, die ich kriegen kann, auch bekannt als Zeitarbeit. Jede von meinem Sohn. Oh, sie hat einen Sohn. Deswegen meinte die eben auch, dass, danke fürs Aufpassen. Eine alleinerziehende Mutter. Erscheint mir nicht gerade der Typus eines Terroristen zu sein. Man weiß nie. Auf der Suche nach einem Job. Auf der Suche nach Zeitarbeitskräften. Aber da nennt sie sich tatsächlich Molly Schwarz, ne? Ha. Okay, was ist ihr Profil? Ist da irgendwas, was vielleicht sinnvoll wäre? Wir nehmen mal erstmal die E-Mail, weil da ist ein Fragezeichen tatsächlich. Das werden wir erstmal uns anschauen. Klar, kaum ist der Premierminister außer Landes, wird das Wetter sogar noch bescheidener. Oh. Das sind alles Konflikte mit einem anderen Data Chunk. Okay, da werden wir definitiv erstmal noch nicht gucken. Kann auf jeden Fall sehr oft arbeiten. Ob das so relevant ist, weiß ich nicht. Hey, wir arbeiten auch am Wochenende. Ich verstehe schon. Das ist natürlich was anderes, wenn sie eine alleinerziehende Mutter ist. Muss ganz schön hart sein. Ah. Ich weiß halt nicht, ob das so relevant ist tatsächlich. Okay, wir können hier aber auch nichts mehr anklicken. Untersuchungsergebnisse. Sehr geehrte Miss Matanova. Oh, wir haben ihren Nachnamen. Schreibe im Auftrag von Dr. White. Bei ihrem letzten Besuch in unserer Praxis wurde eine Blutprobe entnommen. Diese wurde dann zur Untersuchung an das Labor des Bontoner Zentralkrankenhauses geschickt. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass die Ergebnisse nun vorliegen. Wir nehmen mal die Patientennummer. Keine pathologischen Befunde. Alle Werte sind normal, unabhängig. Davon hat mich Dr. White jedoch gebeten, Sie einmal an seinen Rat zu erinnern. Okay. Wir sehen jetzt nochmal Schlagzeilen. Blaine sagt Sitzung für Überraschungsbesuch in Triflet ab. Das ist natürlich nicht, wie relevant das ist. Oh, wir haben wieder was im Listener. Moment. Unbekannte Person an... Oh. Hä? Sind wir gerade tatsächlich bei Juliet Carrington? Ja, doch. Willkommen bei Rosentech. Wir rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Bitte, hey kleiner Julikäfer. Oh, Moment. Moment, wir sind noch nicht bereit. June? Wow, toll von dir zu hören. Ja, auch schön dich zu hören. Julikäfer, was ist denn das für ein komischer Spitzname? Deswegen habe ich auch einmal angerufen. Wurde mal Zeit, dass June und der Julikäfer ihren jährlichen Schwesterplausch halten, richtig? Total richtig. Wie kommt's, dass du wusstest, dass ich heute arbeite? Aha, arbeitest du mal nicht?
Ah ja, sorry, hab's ganz vergessen, dass du mich ja wirklich kennst. Bist du gerade im Stress? Ärgert dich dein Chef? Ich kann doch später zurückrufen. Nee, nee, schon okay. Im Büro rumzuhängen ist einfach ein guter Vorwand. Naja, du weißt, nicht zu Hause zu sein. Verstehe schon. Was ich nicht verstehe, ist, warum du dich überhaupt zurückgezogen hast. Nee, warum du überhaupt zurückgezogen bist, so. Ich musste halt aus meiner Studentenbude raus. Weiß doch. Und du weißt, dass das ausgemachter Blödsinn ist. Du kannst mir nicht erzählen, dass du bei Rosentech nicht genug für eine eigene Wohnung verdienst. Du könntest wahrscheinlich jede Wohnung in Bonn mitmieten. Du willst nur nicht. Ach, ich sehe schon. Du willst nicht einfach aufgeben, was? Tut mir leid, aber nö. Also mein Start in dieses Jahr war ziemlich bescheiden. Ich konnte zu der Zeit einfach nicht so gut alleine sein. Mir geht's jetzt deutlich besser. Aber Mama, Papa, die sind so happy, dass ich zurück bin. Du willst sie nicht enttäuschen, hm? Ja, das kann ich ihnen nicht antun. Nicht schon wieder. Nehmen das mal mit. Wer weiß, wofür wir das brauchen. Liegt wohl daran, dass sie damals gerade ihre Beziehung beendet hatte. Stimmt. Ich hätte echt gedacht, dass Juliet sich endlich mal von zu Hause losgelöst hätte. Das habe ich auch. Nö, hast du scheinbar nicht. Du hast dich immer noch von Papa und Mama lässt dich immer noch von Papa und Mama rumschubsen, kleiner Julikäfer. Julikäfer, das ist so seltsam, dass du das immer noch sagst. Okay, gestörtes Verhältnis zu den Eltern. Interesting. Mir scheint, das kommt sogar in den besten Familien vor. Es ergibt sich einfach so. Ja, das ist leider wahr. Haha, weißt du noch, wie ich dir den Namen gegeben habe? Klar, ich war so neidisch und bin rot angelaufen, als Papa dich Junikäfer genannt hat. Für mich hatte er nie einen Spitznamen. Und das war auch richtig so. Papa, gib ihm einfach nicht nach. Mach einfach den Mund auf, okay? Fertig, glaub's mir. Fein, also ich denke, ich lasse dich jetzt mal weiterarbeiten, hm? Ja, das Büro ist zwar leer, aber meine To-Do-Liste dafür umso länger. Okay, wir reden später nochmal weiter. Ich werde dich anrufen. Versuch nicht, mich zu erreichen. Okay, ich mache nur Spaß. June, ja. Danke, dass du immer an mich geglaubt hast. Hey, was ist jetzt los? Du klingst so ernst. Dafür ist deine große Schwester doch da. Tja, schätze schon. Bis dann, June. Wir sprechen uns, kleiner Julikäfer. Also zumindest hat sie eine gute Beziehung zu ihrer Schwester. Aber ja, das klingt trotzdem nicht so positiv, auch jetzt so zum Schluss. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal die Nina an, da werden wir direkt erstmal zu rüberwechseln. Und zwar medizinische Datenbank. Da ist der Konflikt. Ich gehe mal davon aus, dass das ihre richtige Adresse ist und das ist ihr vollständiges Geburtsdatum. Die Patientin klagt über Schmerzen in der linken Hüfte und im Oberschenkel. Sie beschreibt den Schmerz als schneidend, brennend, manchmal stechend. Ich habe die Patientin nach verheilten Wunden an ihrem linken Oberschenkel gefragt, da es in dieser Datenbank keine Krankenakte gab. Sie reagierte ausweichend und gab keine klare Aussage über die Herkunft der Wunde. Namenbildung. Der Schmerz ist höchstwahrscheinlich auf eine zuvor zugefügte Wunde am dorsalen linken Oberschenkel zurückzuführen. Eine Krankenschreibung mit strenger Ruhezeit bis Ende April wurde verordnet. Oh. Autsch, das könnte sich aber noch als nützliches Wissen erweisen. Das Ding ist, sie hat aber die ganze Zeit gearbeitet und ich gehe auch mal davon aus, dass das ihre richtige Adresse ist und das andere ist nur ein Fake. Wir nehmen die mal mit. Perfekt, eine Adresse hilft immer weiter. Das ist jetzt schwierig. Ich will mal gerade gucken, wie der Konflikt aus mehreren Jobs in der laufenden Woche angenommen. Es könnte natürlich sein, dass das gar nicht so wirklich richtige Jobs sind. Jetzt müssen wir überlegen. Eigentlich wäre ja beides wichtig. Wir nehmen mal das mit.
Entweder gab ihr das genug Zeit, die Sprengsätze zu zünden, oder sie war wirklich krank zu Hause. Das ist die Frage, Listener. Wen haben wir denn da? Der Eingeweihte? Klopf, klopf. Hä? Du musst fragen, wer ist da? Nicht in der Stimmung für solche Scherze. Na toll, jetzt hast du es kaputt gemacht. Hör auf mit dem Scheiß, wer bist du? Ach, jetzt kannst du fragen. Nenn mich den Eingeweihten. Kenn ich dich? Wird wahrscheinlich auch noch eine sehr wichtige Person werden. Dieser Eingeweihte schon wieder. Ich frage mich, was er oder sie vorhat. Also Nina kann es zumindest nicht sein. Wissen Sie was? Lassen Sie es uns rausfinden. Dieser Eingeweihte war jetzt mit zwei unserer Zielpersonen in Kontakt. Das sollte ausreichen. Und fertig. Gehen Sie auch diesem Hacker nach, aber konzentrieren Sie sich vorrangig auf Miss Matanuva. Ich bin jemand, der dich besser kennt als du dich selbst, Süße. Nicht schon wieder. Du bist von Singular, oder? Mir egal, wie du an meine Nummer gekommen bist. Lass mich einfach in Ruhe. Lol, nope, da komme ich nun echt nicht her. Die Anwenderin hat diese Kommunikation geblockt. Oh, da kommt aber noch ein Gespräch rein. Oh, wie nervig. Das ist nervig. Oh nein, nein, nein. Den Eingeweihten kannst du nicht einfach so blockieren, Süße. Verpiss dich. Das finde ich cool, dass die da auch so Rechtschreibfehler reinbauen und generell auch die Stile von denen so unterschiedlich halten, sodass man wirklich merkt, das ist eine andere Person. Hör mal bitte zu. Nur einen kurzen Mumm, okay? Und schon bin ich weg, puff. Egal, was du zu sagen hast. Schau mal, ich weiß alles über euer kleines Rebellentrüppchen und ich finde es an sich echt nice und so. Die Regierung braucht einen Arschtritt, das steht mal fest. Und da bin ich auch voll bei euch, Süße. Aber Menschen in die Luft zu jagen, das ist nicht okay. Nehmen wir das mal mit. Bullshit, wieso denkst du, das war wer von uns? Ich sag's dir einfach halt halber mal so. Ich hab euch schon eine ganze Weile im Auge. Die Anschläge in Bonn liefen alle an Orten ab, an denen eure Clique schon früher mal Terz gemacht hat. Das musst du doch mitbekommen haben. Sogar die Bullen haben scheinbar was in der Richtung gecheckt. Sie wussten recht genau, wo sie nach der Bombe suchen mussten. Ah. Also gib mir doch einfach einen Grund damit, weiß es schon, ich euch ruhigen Gewissens aus der Gleichung streichen kann. Ich würde euch lieber helfen, als euch den Bullen zu liefern. Du wagst es mir zu drohen, du weißt gar nichts. Yolanda, bleib cool. Ich hab doch gesagt, ich will euch nicht drohen. Ich will euch helfen. Frage ist, wer war's? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das war dann. Pass auf, ich zeig dir, dass du mir trauen kannst. Ich werde die hübsche Website der Partei hacken und ein ganz spezielles Geschenk für sie hochladen. So unfähig wie die... Wir müssen mal gerade darüber ziehen. E-Typen von der Partei sind, wird das mehr als easy, solange sie den nächsten Sekunden keiner vorwarnt. Aber dann beantwortest du mir alle Fragen, okay? Das traut er sich. Wow. Unsere IT-Leute werden kurz einen Prozess mit diesem Amateur machen. Dein Scheiß ist mir egal. Warte, warte, warte. Gib mir eine Sekunde, während ich meinen Kram mache. Lauf nicht weg. Tja, wenn ich könnte, wäre ich schon weg. Kann das Handy aber gerade nicht ausmachen. Ist echt eine echt schöne Firewall, die ihr da habt. Webmenschen der Partei. Wäre doch schade, wenn die jemand einfach umgehen würde. Kannst du auch mal die Klappe halten? Von diesem Zeug kriege ich immer Gänsehaut und muss mich irgendwie ablenken, von daher. Oh Gott, fast fertig. Ich fühle richtig diesen Nerv von ihr. Wie genervt sie von dem ist. Einfach, dass sie den nicht abschalten kann. Nur noch eine Sekunde. Was zur Hölle? Oh, scheiße, Mann. Tja, hast du nicht mitgerechnet, ne? Ja, ihre riesige Sicherheitslücke gerade dicht gemacht. Sie ist einfach weg. Fast so, als wenn sie wer gewarnt hätte. Ja, ja, schon klar. Bist dann ein Eingeweihter. Ach, bist dann Eingeweihter, okay. Eingeweihter, bitte. Und nun warte. Schwöre, ich spamme dich für den Rest deiner Tage zu, wenn du mir nicht meine Fragen beantwortest. Verflucht, lässt du mich dann wenigstens in Ruhe und hörst auf, in meinem Leben rumzuwühlen. Du sagst, du hast mit den Anschlägen nichts zu tun. Hab ich nicht.
Okay, okay. Denkst du, es war sonst wer von Thought? Dieser seltsame Haufen? Niemals. Harrison wäre der Einzige, dem ich das auch nur entfernt zutrauen würde. Ah. Nehmen wir das mit? Harrison hatte Interesse, Cassandra ins Boot zu holen, weil sie an Geld aus der Firmenkasse ihrer Eltern kommen konnte. Oh. Das nehmen wir natürlich alles mit, ne? Zuerst verdächtigt dieser Hacker ihn und jetzt auch sie auch. Was wissen die beiden, was wir nicht wissen? Das könnte die Unstimmigkeiten in der Buchführung der Watergates erklären. Huh. Ansonsten ist sie eine verzogene Göre, die glaubt, sie verdiene etwas Besseres. Juliet war immer zurückhaltend, aber ziemlich gut organisiert, in der Lage, Zeug auf die Beine zu stellen. Weißt du, was ich denke? Ich glaube, die Regierung steckt selbst hinter diesen Bomben. Falsches Profil. Ah, nicht so schnell. Hatte ich auch schon überlegt. Weißt du, dass seit 2011 alle elektronischen Geräte einzigartige IDs haben müssen? Aha, was für ein Witz, aber klar, würde die Regierung Bomben in Stücke sprengen, um Überwachung zu rechtfertigen, stimmt's? Ich habe schon ungefähr 1 Million Mal gelesen. Immer dann, wenn wieder etwas passiert ist. An diesen Verschwörungstheorien ist nichts dran. Was, wenn doch? PC, UID, so und so. Sie sehen so aus und das ist nicht sehr sicher. Oh, sehr gut, sie haben meine Geräte-UID gefunden. Jedes Gerät in der Nation hat eine, gemäß des Sicherheitsgesetzes. Wir können das Insider-Tool nutzen, um das jeweilige Gerät einsehen zu können. Aber Achtung, ein Gerät muss gerade in Betrieb und online sein, damit sie darauf zugreifen können. Sieht aus wie der Code auf meinem PC. Das könnte daran liegen, dass es der Code ist. Was? Keine Sorge, ich habe nur die ID ausgelesen, nichts weiter. Ein bisschen Privatsphäre hast du ja schon verdient. Verpiss dich! Erst drohst du mir und jetzt das? Alles klar, der Eingeweihte weiß, wenn seine Hilfe nicht erwünscht ist. Ja, wenn du das wirklich mal erkennen würdest. Der Beef. Der Beef ist real. So, jetzt können wir aber mal bei Nina reinschauen. In den PC. Oh, das ist bestimmt ihr Kind. Jetzt haben wir einen Papierkorb. Sehr geehrter Einsatzort. Wäre es möglich... Oh. Oh, 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 Madame. Was haben Sie denn da gemacht? Extra nach einer Schicht gefragt. Sie hat sich an einen der Anschlagsorte versetzen lassen. Erstmal ist es nur eine Anfrage, bringt aber mit dem einen der Anschlagsorte in Verbindung. Wenn wir Miss Martha Nova auch mit den beiden anderen Orten in Verbindung bringen könnten, könnten wir uns sicherer sein. Gucken wir mal, ob wir noch mehr im... Ah... Wir haben jetzt eine Nummer, also noch eine andere Nummer. Was haben wir da? War das das schon? Ich glaube ja, ne? Ja. Okay, privat. Auf keinen Fall lesen. Als hättest du den patentierten Desmond Schwarz Beziehungstest bestanden. Oh, sie hatte mal jemanden auf Schwarz wie ihr Alias. Also ist sie gar nicht alleinstehend? Also sie hatte auf jeden Fall irgendwie jemanden gehabt, der da... Na? Oh, wir haben die E-Mail vom Goldfels. Das könnte natürlich auch einiges bringen. Ich möchte mich aufrichtig bei dir entschuldigen. Es war nicht meine Absicht, dich vor allen anderen Mitgliedern Thoughts anzuprangern. Schlimmer noch, auch vor allen anderen. Ich würde vorschlagen, dass wir darüber sprechen, wenn wir gegenseitig, wie wir uns gegenseitig am besten unterstützen können. Sich gegenseitig zu unterstützen? Was könnte das denn gewesen sein? Oh, das ist ihr Kind. Protokollsicherung? Weißt du, wenn wir heiraten, und wäre das sicherlich lustig, wenn mein Name Molly wäre. Oh. Du hast kein Problem damit, wenn sich mein Leben um Kinder dreht, oder? Also sie ist auf jeden Fall sehr familiär angehaucht.
Aber anscheinend hat sie trotzdem, nicht überraschend, bei einer alleinziehenden Mutter. Oh. Alles, was wir über Miss Martanova gefunden haben, deutet nur auf eine alleinziehende Mutter, die versucht, mit ihrem Sohn über die Runden zu kommen. Das scheint ihr wichtigster Beweggrund zu sein. Und das ist bewundernswert. Es passt überhaupt nicht zu terroristischen Ambitionen. Sie war in der Armee, daher hat sie wahrscheinlich auch die Wunde. Miss Martanova ist eine Ex-Soldatin? Das sollten wir eingehend untersuchen. Wir müssen ganz genau klarstellen, welche Art von Erfahrung sie besitzt. Ich will aber noch weiter gucken hier. Browser History. Überwachungskameras Stelligen. Aha, Madame. Warum guckst du dir das an? Die anderen Sachen haben wir schon. Schon seltsam, nach so etwas zu suchen, wenn man nichts Übles vorhat. Das bringt Nina Waage mit dem Stelligen-Anschlag in Verbindung. Damit steht sie schon mit zwei Tatorten in Verbindung. Wenn wir sie auch mit dem dritten in Verbindung bringen könnten, wäre unsere Beweislage sehr stark. Schauen wir gleich. Wir haben ja hier auch noch ein bisschen was. In Harrisons Time... Oh! Hatte der nicht die Sachen alle gelöscht? War nicht er das? Stimmt. Oh, oh, aber... Im Artikel der letzten Woche habe ich nichts darüber geplaudert, dass Bomben bald in Bonden oder Fairview explodieren könnten. Und das nur, um meine Meinung zu untermauern. Es tut mir wirklich leid für alle, die in diesen schrecklichen Ereignissen involviert oder von ihnen betroffen sind. Es war nie meine Absicht, mich über die Anschläge in Bonden lustig zu machen oder sie zu verharmlosen. Aber vielleicht weiß er ja doch ein bisschen mehr. Oh, da steht noch was. Wir die Menschen... Moment. Eine seltsame Art, seinen Standpunkt zu vermarkten. Ich finde es immer noch komisch, dass er Anschläge erwähnt hat, bevor dann wirklich etwas passiert ist, aber na gut. Wir die Menschen unserer großen Nation müssen selbst wachsam sein. Wir selbst müssen für unsere Sicherheit eintreten, neben Hightech-Sicherheitsmechanismen, da diese unsere eigene Wahrnehmung nur ergänzen können. Und da hat er auch recht. Wir können nicht jeden schützen, aber wir sind trotzdem das wachsame Auge der Nation. Wir hatten hier noch was, und zwar die Akte von der Nina, die Armeeakte. Da haben wir ein neues Bild von ihr. Na, das steht ihr doch. Ja, so ernst, wie sie manchmal ist. Sie war Pionierin. Und hat eine Tapferkeitsmedaille bekommen. Die Frage ist, weshalb? Ja, ausgezeichnet mit der Tapferkeitsmedaille für die Rettung von mehreren Genossen und Zivilleben angesichts außergewöhnlicher Gefahren. Das passt dann aber nicht so zu jemandem, der eventuell Terrorist sein könnte. Miss Martanova hat sich weit von der ehrenhaften Person entfernt, die sie offenbar einmal war. Vielleicht ist sie es aber immer noch und das war doch jemand ganz anderes. Rückkehr, sie wurde da im Kampf verwundet. Wahrscheinlich ist das auch genau das, weshalb sie die Wunde hat. Ein Urteil durch Kriegsgericht, unehrenhafte Entlassung und 3 Monate Haft wegen unerlaubter Abwesenheit mit freiwilliger Rückkehr. Rückkehr. Interessant. Das ist ja eine schwere Strafe. Wussten Sie, dass sie das in den Augen des Gesetzes auf eine Stufe mit allen anderen Vorbestraften stellt? Das ist natürlich schwierig. Gucken wir mal gerade, was es hier vielleicht noch für Namen gibt. Oh. Oh. Das war sicherlich, oder war es vielleicht, ja, ehemalig in einer Beziehung, der ist gestorben. Oh nein. Wahrscheinlich war das der Wendepunkt für sie. Das ist bitter. Die Missionen der Armee von 2011 wurden von der jetzigen Regierung in die Wege geleitet.
So sehr ich es auch hasse, das sagen zu müssen, es ist definitiv ein Motiv für Hass gegen die Regierung. Wir sollten nach mehr Informationen suchen, die das untermauern. Ja. Das ist schwierig. Sogar sehr schwierig. Oh, wir können hier alles einmal uns anschauen. Beteiligte Einheiten, Pionierbataillon, teilweise beauftragt mit Instandsetzung der Infrastruktur. Wir gucken uns mal weiter an. Okay, dann nicht. Grenzpatrouillen. Da muss irgendwo noch ein kritischer Punkt sein. Teilweise beauftragt mit Minenräumung. Gibt's da noch was? Nee. Das ist schwierig. Ja, da wissen wir natürlich nicht, wo sie da tatsächlich untergebracht war. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir das jetzt gerade schon herausfinden. Hätten wir vielleicht ein bisschen mehr noch lesen müssen. Wir gehen noch mal auf ihre Akte und schauen mal, ob hier vielleicht irgendwo was dazu steht. Pionier. Erste Pionier. Ja, das sind halt... Das ist halt die Frage. Finden wir das eventuell hier drunter? Nee, leider nicht. Weil wir finden auch nichts in den News leider dazu. Wir gucken uns mal noch mal ein bisschen um. Vielleicht haben wir auch irgendwas jetzt übersehen hier. Es wurde außerdem verpflichtend, Arbeitgeber bei Vorstrafen oder eine Einstufung einer Person als potenziell gefährlich zu unterrichten. Sicherheitsgesetz verhindert, dass Nina Matanova einen Job bekommt. Deswegen wahrscheinlich auch in einer Zeitarbeitsfirma. Das muss ein Albtraum für sie sein, vor allem, weil sie sich alleine um ihren Sohn kümmern muss. Zusammen mit der Tatsache, dass Desmond auf einer von der Regierung angewiesenen Mission getötet wurde, ist das ein starkes Rachemotiv. Aber die Frage ist, ob sie sich so in solche Situationen reinbringt, denn das heißt ja auch, dass sie ihren Sohn mit reinzieht. Ist die andere Frage, ob sie das bedenkt. Vorher hätte ich drauf geschworen, dass das einzig wichtige in Miss Matanovas Leben ihr Kind ist. Aber mit dieser Info hier, damit können wir nicht mal ausschließen, dass sie womöglich auf Rache aus ist. Schwierig. Wir gucken mal, ob es hier noch mehr gibt. Metamorphose. Gab es da was Neues? Weil es so angepinnt ist. Profil von Sorgen hin. Ist hier noch irgendwas? Einsätze. Wir gucken noch mal in die Einsätze. Fluthilfe. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass sie... müssen wir uns vielleicht ein bisschen einlesen. Ob da irgendwas passiert ist. Na, im Herbst, Überschwemmungen. Nee, da wird sie nicht mehr bei sein. Denn 2016 ist sie ja schon längst raus. Das heißt, es wird das hier sein. Die Minenräumung. Und da ist wahrscheinlich irgendwas passiert. Denken Sie gerade das, was ich denke? Wissen über Sprengstoff. Damit wissen wir genug über Miss Matanovas Hintergrund. Oh, wir haben den Listener wieder. Mit Sylf. Ja? Hey, nochmal Nina. Hier ist Sylph. Wie geht es bei dir? Geht es dir jetzt besser? Ja, ein bisschen. Wurde nach der ganzen letzten Woche im Bett aber auch mal Zeit.
Sie schreibt ganz anders. Also, ah nee, das ist ja ein Telefonat. Oh, super, ich kann Michael trotzdem bei dir vorbeibringen, oder Michael, oder willst. Nein, nein, danke, ich hole ihn bei dir ab in einer Stunde oder so. Passt das? Ja, na klar, ich habe ihm allerdings versprochen, noch auf den Spielplatz zu gehen. Das ist okay, dann sammle ich Michael an der Straßenecke ein. Orca Drive war das, oder? Ja, genau. Perfekt, danke dir nochmal. Dann bis in einer Stunde. Bis dann, Nina. Okay, das könnte später noch eine Rolle spielen. Work Easy, ein Arbeitgeber, hat sie gerade bewertet. Hallo Molly, wir möchten Sie über ein neues Rating informieren. Grundstückspflegedienst. Oh. Da haben wir den letzten Ort tatsächlich. Miss Schwarz hat in der Circle Mall einen annehmbaren Job gemacht. Sie schien allerdings etwas abgelenkt zu sein und hat sich schlussendlich nach 8 von 10 geplanten Dienststunden wegen Unwohlsein abgemeldet. Also war sie nicht krankgeschrieben zu Hause. Sie arbeitete an einem der Tatorte und sogar zur passenden Zeit. Kritisch! Was macht sie denn da? Wir konnten Miss Matanova nun mit jedem Anschlagsort in Verbindung bringen. Die Frage nach ihren Aufenthaltsorten wäre damit erledigt und die Dinge stehen nicht gut für sie. Schwierig, schwierig. Das war's. Wir haben alles gefunden, was wir wissen wollten. Schauen wir mal. Ihre Kenntnisse im Umgang mit Sprengstoff könnte Miss Matanova beim Bau dieser Bomben geholfen haben. Wir haben Beweise dafür, dass sie gute Gründe hat, das Sicherheitsgesetz zutiefst zu hassen. Das trifft natürlich kein gutes Licht auf sie. Zu guter Letzt konnten wir sie mit jedem Anschlagsort in Verbindung bringen und zeigen, dass sie zu den passenden Zeitpunkten dort anwesend war. Es scheint, wir haben unsere Hauptverdächtige gefunden. Damit können wir sie verhaften lassen. Ausgezeichnet. Oh, der arme Sohn. Geben Sie mir einen Moment, mich mit meinen Vorgesetzten abzusprechen. Melde mich gleich wieder. Beobachten Sie Miss Matanova weiterhin auf Aktivitäten. Bing, bing. Oh. Browser History. Was haben wir denn da? Gerät offline. Oh oh. Harrison O'Donnell. Hey Harry, bist du da? Der lässt sich Zeit. Oh, komm schon. Sehe ich aus wie der Zauberlehrling oder warum werde ich heute sämtliche Geister, die ich rief, nicht mehr los? Harry, ich habe gerade keine Zeit. Ich habe ein Problem, bei dem ich deine Tech-Kenntnisse brauche. Warum fragt mich eigentlich niemand nach meinem Problem? Hm? Ach, egal. Leg los. Gerade zur Tür rein. Oh, kriegt sie mit, dass wir sie beschatten? Hatte meinen PC angelassen und gerade wollte ich schnell was nachsehen, fängt das Ding total an zu spinnen. Die Sicherheits-App ploppt auf mit einer Million Warnungen über einen Eindringling. Also ziehe ich den Stecker. Oh. Klingt für mich, als wenn das Problem gelöst sei. Das Ding ist, ich wurde heute von so einem Typen angeschrieben. Glaube, der war irgendeine Art Hacker. Und jetzt hackt er meinen beschissenen PC. Wenn sie wüsste. Gott, dieser Typ wird langsam echt anstrengend. Gut, dass er halt auch weiß, wen sie meint. Ich glaube, der Sack ist auch in meinem Online-Banking-Account eingebrochen. Wenn die wüssten, dass es nicht er ist. Ja, ich wurde auch von dem Kerl angetextet. Er hat irgendeine Scheiße erzählt, was wir so in der Vergangenheit gemacht hätten. Dann meinte er noch, er verrät uns an die Bullen, bla bla bla, ja da da. Das hat er dir auch gesagt? Und was hast du gemacht? Ich habe ihm gesagt, er soll abschieben. Für wen hältst du mich? Glaubst du, der hat echt was gegen uns? Ich muss sicher sein, dass er nichts hat. Selbst wenn der Typ was hätte, hast du irgendwas Schmutziges gemacht oder wieso bist du deswegen so nervös? Ich muss weg, bevor die Cops kommen. Oh, 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 oh. Schnell, schnell. Wir müssen sie mitnehmen. Wie jetzt weg? Oh, bitte. Glaub doch so einem dahergelaufenen Spinner nicht. Siehst was? Unsere Hauptverdächtige darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde sofort ein Einsatzteam bereitstellen lassen. Wir lassen Straßensperren errichten. Ich werde ihnen sagen, dass sie es ganz entspannt angehen sollen. Es gibt keine Anzeichen, dass sie sich zur Wehr setzen wird. Der PC gerade offline gegangen ist, sollten wir bei ihr zu Hause anfangen. Glücklicherweise kennen wir ihre Adresse schon. Beobachten Sie ihre Kommunikationskanäle. Vielleicht verrät sie ja, wo sie sich sonst noch aufhält, wenn sie nicht mal zu Hause ist.
Leiten Sie alles Wichtige an mich weiter. Ich unterrichte dann das Einsatzteam entsprechend. Wir haben schon eine Sache. Es liegt jetzt an Ihnen. Viel Erfolg und bleiben Sie wachsam. Hallo, noch wer zu Hause? War ja klar, passt schon. Oh, jetzt fängt sie an, panisch gegenüber Juliet zu werden. Willkommen bei Rosentag. Sie... Ah, hey, Juliet, Gott sei Dank bist du gerade auf der Arbeit. An deinem Handy habe ich dich nicht erreicht. Können wir gerade sprechen? Und Nina? Ich bin allein im Büro und hole etwas Arbeit nach. Ist alles okay bei dir? Hör mal, ich habe nicht so viel Zeit. Da ist dieser Psycho und der sucht nach mir. Der stalkt mich schon seit Tagen. Was? Was meinst du mit Psycho? Kann ich gerade nicht erklären. Hilfst du mir? Ja, klar, aber wie? Weißt du einen sicheren Ort, wo mein Sohn und ich eine Weile untertauchen könnten? Also ich weiß nicht. Komm, Julia, du musst dir was einfallen lassen. Bitte. Okay, ich glaube, ich weiß da was. Das ist ziemlich weit ab vom Schuss. Das Haus von... Halt, warte, sag es mir lieber nicht. Ich glaube, er könnte zuhören. Wie bitte? Zuhören? Dieser Typ ist ein Hacker oder so. Er ist schon in meinen Computer eingedrungen. Dass er meine Telefonate belauscht, ist auch sehr wahrscheinlich. Du nimmst mich auf den Arm, oder? Meinst, er belauscht auch uns gerade jetzt? Sag bitte einfach nichts. Das verrät, wo ich gerade bin, okay? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie ist schlau. Hilf mir einfach nur hier weg. Melina, das fällt dir ja früh ein. Jetzt weiß er, wo ich arbeite. Tut mir leid. Okay, lass uns dich da wegbekommen. Danke, gib mir eine Minute. Ich muss nur ein paar Sachen packen. Und ich nehme meine Waffe mit. Nee. Ist bewaffnet. Wow. Willst du dich umbringen? Wenn hier gerade wer zuhört, weiß er doch, dass du bewaffnet und gefährlich bist. Wir wussten ja schon, dass sie womöglich eine Gefahr darstellt. Das ist hiermit bestätigt. Aber wenn ich die nicht zum Schutz mitnehme, bin ich vielleicht auch tot. Oh scheiße, das wäre eine Haustür. Ich gehe durch die Hintertür raus. Okay, sei bitte vorsichtig. Moment, ich muss nur mal kurz hier durch. Hintertür? Ich werde das Team anweisen, sich auf die Rückseite des Gebäudes zu begeben. Oh, Stress! Puh, alles gut? Das ist ja ein Stress. Wir müssen da so schnell jetzt hinterher sein. Oh, verdammt. Nina? Okay, I made it out the window and climbed down. He was busy searching. Wurde das... Okay. Es wurde... Hä? Wurde jetzt doppelt gedingst. Puh, ich wäre hier fast durchgedreht vor Sorge. Halt durch, ich bin dran rauszufinden, wie ich dich am besten aus der Stadt kriege. Juliet, ich muss vorher noch was Wichtiges erledigen. Ich muss meinen Sohn abholen. Kann ihn nicht zurücklassen. Wusste er... Nein, halt, sag nichts. Geh am besten einfach. Wir wissen, wo er ist. Zum Glück regnet es wie Sau. Man kann kaum 3 Meter weit sehen. Ich denke, ich komme hier gut weg. Gut, wir wissen ja schon, wo das sein wird. Ich schicke das Team sofort hin. War sicher nicht lange. Bin jetzt unterwegs. Sei vorsichtig. Ich bleib dran und arbeite weiter an dem Plan aus. Danke. Kann man in den Reader reingucken. Da haben wir irgendwie was Neues oder so. Oder nicht? Okay. Sah kurz aus. Du, Nina, wer ist dieser Typ wirklich? Ich meine, deine Telefonate abhören? Echt? Du kannst es mir ruhig sagen. Es ist okay. Also, ich hab's wahrscheinlich verkackt. Also, du musst nicht wissen, wer genau hinter mir her ist. Dazu gibt's keinen Grund. Du machst nichts Illegales, wenn du mir hilfst. Ich will dich da nicht mit reinziehen. Tut mir leid, das hier macht mich einfach fertig. Ich verstehe das schon, Nina. Frage ist, was ist passiert? Ich meine, wenn sie nichts gemacht hat, dann ist ja auch nicht, ist die ganze Sache ja gar nicht so schlimm. Fast da. Okay, ich bin jetzt da. Ich stelle mein Handy mal kurz auf. Halten. Oh, scheiße. Was ist los? Dieser Kerl lungert vor dem Haus rum. Wie konnte der denn wissen, wohin ich gehe? Oh nein. Scheiße. Nina. Verdammte Scheiße nochmal. Nina, was denn? Lass ihn da. Niemals. Im Leben. Lass ihn, wo er ist. Ihm wird's gut gehen. Niemals. Ich lass ihn nicht zurück. Geh da jetzt rein. Mach das nicht, bitte. Das geht doch nicht gut aus. Das ist es wert. Boah. Also, sie tut wirklich alles für ihr Kind. Nina, was zur Hölle machst du da? Nicht ohne Kampf aufgeben. Das ist, was ich hier tue. Nina, nein! Oh nein.
Ihr kriegt mich nie mehr. Was passiert? Nina? Oh nein. Nina! Ich habe die Verbindung zu den Beamten vor Ort verloren. Was geht denn? Ich brauche wieder eine Verbindung sofort. Endlich. Scheint, als hätten wir Erfolg gehabt, was allerdings unsere Zielperson betrifft. Nein, wir haben komplett verkackt. Sie hat nicht überlebt. Es gab eine Schießerei. Nachdem der erste Schuss gefallen war, feuerte das Team Wood zurück und ich. Ich habe denen gesagt, dass sie aggressiv vorgehen sollen. Ich dachte, das wäre das Richtige. Ich wollte doch nicht, dass das passiert. Jetzt kommen wir da nicht hinter. Ich glaube, das müssen wir eventuell nochmal machen. Er schreibt denn ausgerechnet jetzt? Ich will mit diesem furchtbaren Tag nur noch abschließen. Könnten sich die Mail könnten Sie sich schnell mal die Mail angucken? Es tut mir leid. Nina. Es tut mir wirklich leid, dass ich die Ermittler auf dich gehetzt habe. Aber ehrlich gesagt hast du den Rahmen unserer Vereinbarung übertreten. Die Bomben waren als Warnung für die Gleichgültigen gedacht. Es ist doch er. Als Leuchtfeuer der Erinnerung an die Botschaft, dass die Gedanken habe, frei bleiben müssen, bla bla. Oh nein, oh mein Gott. Ich kann kaum glauben, was sie da gerade gefunden haben. Können Sie das glauben? Sie beide stecken zusammen hinter diesem Irrsinn? Aber weshalb? Ich verstehe das nicht. Das ändert alles. Wir müssen Abraham Goldfelds morgen aufspüren. Aber vorher brauchen wir noch etwas Ruhe. Es war wirklich ein höllischer Tag. Sie können sich jetzt abmelden. Ich würde am liebsten nochmal die Situation nochmal durchkauen. Oh, es ärgert mich so, dass sie gestorben ist. Sie waren nicht bestimmt zu töten. Oh, shit. Ich glaube, das müssen wir bei ihm, ne? Wir nehmen das noch gerade mit, bevor wir uns ausloggen. Haben sie wirklich das wirklich nach allem, was sie bisher gesehen haben? Oh nein. Ja, ihr Lieben. Loggen wir uns mal aus. Das war natürlich ein hartes Ende für Episode 3 und ich glaube, wir hätten das auch vermeiden können, hätten wir die Polizei nicht zum Sohn geschickt. Ja, ärgerlich, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht werde ich mir irgendwann auch nochmal anschauen, ob es eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Sehr ärgerlich. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr fandet die genauso spannend wie ich. Und seid natürlich dann beim nächsten Video in der Episode 4 auch dabei. Das wird auch diesmal ein langes Video. Höchstwahrscheinlich. Außer ich überleg's mal wieder anders. aber es war auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für alle, die reingeschaut haben. Bis zum nächsten Video. Tschüss.